Ja, es ist Zeit, wieder was zu präsentieren. Lieben Freunde, es ist jetzt hier nicht groß, nichts selber gemacht, sondern einfach hier aus dem Gläschen, sag ich mal, ne? Gläschen. Ich hab das jetzt leider schon abgemacht, weil ich wollte es eigentlich nicht zeigen, so wie so oft. Jetzt dachte ich, dann zeig's doch mal. Ja, wie kann man das jetzt machen? Also, müsst ihr euch jetzt hier so vorstellen, dass das hier so drum war. Ja, ist so ein Plasteding, macht man denn ab. So sieht das Ganze aus. Leider hier mit Zucker und Süßungsmittel, wenn nicht so geil ist, aber kann man auch mal nehmen. Da sind die ganzen Zutaten, dass man das sehen kann. Also ist ein Haufen Zeug drin natürlich, wo man wieder auch sagt, naja, muss man jetzt nicht unbedingt. Aber ich bin hier immer noch ein Single und deswegen ist sowas schnell einfach in den Top gemacht. Zack, zack. Was geil ist hier, Thüringer, richtig nice. Ja. Ewu. Heißen die wohl? Ewu. Kommt von 1884. Krass. Also... Seitdem gibt es die, also natürlich, was hier alle drin ist, ist schon ein bisschen heftig. Ihr habt es ja gerade gesehen. Ich will aber jetzt nur mal ganz kurz, wie gesagt, Single-Haushalt schnell gemacht. Ich mache es auch ganz schnell, weil ich habe es im Topf gelassen gleich. Ich bin zu faul, manchmal mir dann ein großes Schälchen da zu holen. Habe ich zwar da, aber ich genieße das manchmal so. Natürlich, die Kartoffeln hier, die ihr hier seht, die sind natürlich nicht drin. Das ist ohne Kartoffeln alles. Die schneide ich mir selber immer drin. Geht aber ganz schnell, wenn man die so klein schnibbelt, dauert das echt, weiß ich nicht, 10 Minuten nur, das Kochen. Des Weiteren sieht man dann ein bisschen Paprika. Das ist wirklich drin. Also ich habe hier auch nichts weiter reingemacht. Kann man natürlich, man kann hier noch Paprika reinmachen, man kann ein bisschen saure Gurke reinmachen. Man kann eine Menge reinmachen. Da ist eben Fleisch ein bisschen drin, seht ihr bitte. Und wie gesagt, hat einen richtig geilen Soljanka-Geschmack. Es geht hier um Soljanka. Soljanka. Und ja, ich finde für so ein Büchsen, also Büchse ist es ja nicht mal, es ist ja Glas, schmeckt es wirklich super. Kann ich nur empfehlen. Ich esse das öfter mal. Und ja, es steht auch hier oben da, aus Omas Kochbuch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt glauben kann, aber es schmeckt wirklich fast wie hausgemacht. Kann man nicht meckern. Einen anderen Tipp gebe ich euch noch. Es gibt bei Norma auch einen richtig geilen Soljanka. Topf, das ist dann in der Büchse. Könnt ihr ja mal kosten. Auf jeden Fall ist das ganz lecker. Wie gesagt, sieht gut aus, schmeckt gut und ist schnell gemacht. Und damit sage ich, erstmal kurz antesten mit euch hier. Mhm. Mhm. Lecker. Natürlich ein bisschen Cheyenne-Pfeffer drin, Petersilie, da oben ein bisschen, was habe ich hier drin gemacht jetzt? Schnittlauch, muss sein, Pfeffer, Salz, ein bisschen, ja, je nach Belieben. Und ich kann es nur empfehlen. Also, mit diesem Sinne sage ich 3 Minuten, Mann, viel zu lange. Schöne Grüße hier rüber mit einem kleinen Soljanka-Topf. Tschüss, Mädel!